Ich glaube, es war Robertos oder Gustavos Gesicht. Diego Storm stand daneben. Eine Stimme sagte, Nando, hörst du mich? Hörst du mich? Als ich wieder zu mir kam, erinnerte ich mich daran, dass ich nicht allein im Flugzeug saß. Meine Mutter und meine Schwester waren auch dabei. Also fragte ich die, die neben mir saßen, wo ist Mama, wo ist Susi? Sie sagten, Nando, das Flugzeug ist abgestürzt und am Boden auseinandergebrochen. Deine Mutter ist tot und deine Schwester Susi verletzt. Das traf mich wie ein Axthieb. Mein Gehirn verarbeitete diese Informationen schnell. Meine Mutter ist tot. Ich muss mich um meine Schwester kümmern. Also schleppte ich mich zu ihr. Sie konnte nicht sprechen und hatte schwere innere Verletzungen. Sie kommunizierte nur noch mit den Augen. Zwei Tage später starb sie in meinen Armen. Die Wucht des Aufpralls ließ das Flugzeug auseinanderbrechen. Es war alles so zufällig. Warum wurden manche zerfetzt und andere kamen mit einem blauen Auge davon? Du ja, du nicht. Wie funktioniert das Schicksal? Welcher Formel folgt es? Auf welche Gleichung stützt sich diese Logik? Warum du und nicht ich? Ich erinnere mich ganz deutlich an unseren Abflug vom alten Flughafen in Carrasco. Die Stimmung war ausgelassen. Es war toll. Wir waren alle leicht bekleidet. Es war ein warmer und schöner Frühlingstag. Ich hatte mich nicht von meiner Mutter verabschiedet. Wir hatten uns gestritten, weil ich irgendeinen Mist gebaut hatte und sie mir den Geldhahn zugedreht hatte. Am nächsten Morgen stiegen wir um 7 Uhr in die Fairchild. Ich hatte mir für diese Reise einen nagelneuen blauen Blazer gekauft. Wir waren alle sehr aufgeregt, dorthin zu fliegen. Ich war gerade in die Erstligamannschaft der All Christians aufgenommen worden. Es war meine erste Reise nach Chile und ich würde zum ersten Mal Schnee sehen. So eine Reise war eine große Auszeichnung. Mein Cousin Eduardo rief mich an, weil die Rugby-Mannschaft eine Reise nach Chile plante. Wir werden 4 Tage lang nur Spaß haben. Chile ist total günstig. Ich war ganz zufällig mit auf der Reise. Es gab noch 2 freie Plätze. Die Formalitäten waren ruckzuck erledigt. Wir wollten ein paar Tage richtig Spaß haben, haben die Kinder bei der Familie gelassen und reisten ruhigen Gewissens ab. Es war eine Reise, mit der wir uns abnabeln wollten von unseren Latino-Müttern, die uns unser Leben vorschrieben. Wir wollten ein Wochenende lang die Unabhängigkeit proben. Es war ein Abenteuer. Ich hatte bis dahin ein sehr sorgenfreies und angenehmes Leben geführt. Fluida y agradable.
Wir waren wie junge Fohlen, die herumtollen und denken, die ganze Welt sehe aus wie das Tal, in dem sie geboren wurden. Vielleicht dachte sich eine böse Macht, statt Versuchskaninchen setzen wir Menschen auf einen Gletscher, am besten junge, widerstandsfähige, mit einem gewissen sozialen und kulturellen Niveau. Wir nehmen sportliche Studenten und beobachten, wie lange diese privilegierte Gruppe mit ihren körperlichen Voraussetzungen, ihren Kenntnissen und religiösen Überzeugungen durchhält und wie sie sich organisiert. In manchen Momenten dachten wir, wir würden zu Wilden und uns gegenseitig umbringen. Wir mussten Dinge tun, zu denen kein Tier in der Lage wäre, wie die eigene Spezies zu essen. Wir mussten uns bis an die Grenzen des Vorstellbaren erniedrigen. Gleichzeitig hatten wir aber gemeinsame Prinzipien und Werte, die uns aus den Bergen retteten. Wir sind also losgeflogen und ich hatte noch nie so eine glückliche Gruppe gesehen. Die meisten waren Studenten, einige mehr Muttersöhnchen, andere weniger. Wir hatten alle katholische Schulen besucht, wie die der Old Christians, die die Reise organisiert hatten. Ich erinnere mich an Panchito Abal, der hinten im Flugzeug schlief. Er wusste selbst nicht, wie viele Freundinnen er hatte, wie seine Nächte wohl aussahen. Er trieb es ziemlich wild. Bravere hätten ihren Eltern gefolgt. In Chile musst du dies und jenes ansehen. Ich setzte mich an ein Fenster auf der rechten Seite, um die Anden besser sehen zu können. Wir waren ganz ergriffen, als wir über diese riesigen, eindrucksvollen Berge flogen. Ich war ins Cockpit gegangen, um diese gewaltigen Berge zu fotografieren. Es schneite viel in Chile in jenem Jahr. Plötzlich sahen wir einen Sturm aufziehen. Wir flogen direkt darauf zu. Jemand aus dem Cockpit sagte, meine Herren, machen Sie sich auf einen kleinen Tanz gefasst. Das Wort Tanz vergesse ich nie. Niemand schenkte dem Beachtung und wir machten weiter Blödsinn, wie man es in diesem Alter eben tut. Wir warfen uns von einer Seite des Flugzeugs auf die andere, um es zum Schaukeln zu bringen. Wir waren völlig unbedarft, mit 19 Jahren zum ersten Mal in einem Flugzeug. Es
Das Flugzeug flog in das Unwetter und wir flogen blind. Meine Frau sagte zu mir, Javier, weißt du, was mich beunruhigt? Ich fragte, was? Es ist Freitag der 13. Daraufhin habe ich ihr alles Mögliche gesagt. Das sei Aberglaube. Sie sei total albern. Wie könne sie an solche Dinge glauben? Wir flogen in ein großes Luftloch. Das war ein Vergnügen, fast wie Reiten. Ich erinnere mich, wie ein Junge das Mikro nahm und sagte, schnallen Sie sich bitte an, damit die Leichen nicht durch die Gegend fliegen. Wir fanden das alles lustig. Alles war erlaubt. Gleich darauf ein zweites Luftloch. Wir begannen zu sinken, als würden die Motoren im Nichts laufen. Das Flugzeug stürzte zwischen den Bergwänden nach unten. Wir fielen 200 Meter wie ein Stein ins Leere. Dann fing sich das Flugzeug wieder. Da begriffen wir, dass die Lage ernst war. Die Gipfel waren ungefähr... Der Berg war 2 Meter entfernt. Die Motoren liefen mit voller Kraft. Der Pilot rief, gib mir Leistung, gib mir Leistung. Wir dachten, das Flugzeug explodiert gleich. Es vibrierte stark. Was würde passieren? Ich hatte keine Ahnung. Instinktiv nahmen meine Frau und ich uns bei der Hand und fingen an zu beten. Sitze fielen auf mich, Leute schrien. Gegenstände trafen mich von allen Seiten. Du denkst an die, die du am meisten liebst. Deine Familie, deine Freundin, deine Freunde. Es geht sehr schnell, ein paar Sekunden. Ich dachte, gut, ich werde sterben, aber ich werde endlich wissen, ob es Gott gibt oder nicht. Bald kenne ich die Antwort. Unglaublicherweise gab es keinen Aufprall. Das Flugzeug blieb einfach stehen. Im gleichen Moment gab es so etwas wie einen Blitz. Der Stopp katapultierte alles nach vorne. Danach herrschte Totenstille. Ich öffnete die Augen. Zwanzig Zentimeter von meiner Hand lag eine Frau. Ich fühlte ihren Puls und stellte fest, dass sie tot war. Um herauszukommen, musste ich auf ihre Brust steigen. Ich fühlte mich wie ein primitives Wesen in einer anderen Kultur, an einem anderen Ort. Als sie zu mir kam, dachte ich, ich sei in meinem Bett bei meinen Eltern. Stattdessen war ich am Unglücksort. Ich dachte, nein, das ist nicht möglich. Ich konnte die Realität nicht akzeptieren. Ich dachte, ich träumte und wollte aufwachen. Aber ich fand mich zusammengeklappt und kopfüber auf dem Sitz wieder. In dieser Stellung waren meine Beine im Metallgestänge der Sitze eingeklemmt. Wenige Zentimeter hinter mir sah ich eine Tote. Es war Nandos Mutter. Nandos Mutter war grün gekleidet. Sie bewegte sich nicht. Die Nicolas waren gegen die Wand gequetscht. Er war der Mannschaftsarzt. Sie waren wirklich gute Menschen.
Das Gesicht ist der Spiegel der Seele, nicht wahr? Jedes Mal, wenn wir einen Sitz anhoben, fanden wir noch drei oder vier. Zwei Tote, einen Lebenden. Viele standen unter Schock und wussten nicht, was sie tun sollten. Sie waren wie Zombies, liefen über Verletzte und merkten es nicht. Gustavo, Roberto, helft mir, ein Verletzter. Einem steckte ein Stück Eisen im Fleisch und wir wussten nicht, wie tief. Ein anderer lag im Koma und schien fast wie tot. Da wir Medizin studierten, waren wir die Ärzte. Es war furchtbar kalt. Mein Bein war gebrochen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Roberto setzte mich auf und renkte den Knochen wieder ein. Als er einen Knacks hörte, meinte er, so lassen wir es, es sieht ziemlich gerade aus. Dann ließ er mich zurück. Wir hielten uns die Augen und die Ohren zu. Wir wollten abhauen. Aber als wir uns umdrehten, um zu fliehen, sahen wir, dass das Flugzeug nicht mehr ganz war. Das Hinterteil fehlte. Wo war mein Freund, der dicke Gaston? Weg. Da war nur noch ein großes Loch. Und die Landschaft, die wir sahen, bestand nur aus Schnee. Es schneite und ich sah etwas Schreckliches. Jemand fiel in den Spuren des Flugzeuges und verschwand. Wir schrien hier rüber und stürzten uns in den Schnee, um ihm zu helfen. Wir waren ja ganz nah, aber wir versanken bis zur Brust. Das war unser erster Kontakt mit Schnee. Irgendwann erreichten wir den Piloten. Das Cockpit zerdrückte ihm die Brust. Ich fragte ihn, wo wir seien, und er antwortete, in Curico. Wir sind gerade über Malaga geflogen. Das wiederholte er mehrmals. Hört ihr? Ja. Schreibt das auf, Curico. Wir wussten nicht, was Curico ist. Eine Stadt, ein Dorf, ein Berg. Er sagte, er habe Durst, also gab ich ihm etwas Schnee in den Mund und lockerte seinen Schlips. Da sagte er etwas zu mir, was mich vollkommen lähmte. Nimm meinen Revolver und bring mich um. Es ist jetzt 30 Jahre her. Vor 30 Jahren begann es hier, genau um diese Zeit. Anfangs betraf die Katastrophe nur die anderen, die Verletzten, die Toten. Zum Glück war ich gerettet. Man würde mich bald abholen, es war nur eine Frage von Stunden. Ich hatte es geschafft. Ich war dem Ganzen entkommen. Ich war unversehrt. Welch ein Glück. Ich hatte es hinter mir. Als ich nach Hause kam, empfing mich die Putzfrau und rief, Herr Carlos, das Flugzeug Ihres Sohnes ist im Gebirge verschollen. Das Flugzeug Ihres Sohnes ist abgestürzt. Als wir die Nachricht hörten, fuhren wir sofort zum Flughafen. Carlos Pérez Vilaro war da und wollte seinen Sohn suchen. Er sagte zu mir, Caruso, sei beruhigt, wir finden ihn. Ich wusste nicht, wie diese Reise enden würde. Mit einer großen Traurigkeit auf den Schultern kam ich nach Chile, zusammen mit den anderen, die auch suchten. Der erste Sonnenaufgang im Gebirge. Wir realisierten, was passiert war. Die ersten Lichtstrahlen des Tages waren eine große Erleichterung. Ich konnte es kaum glauben. In der Nacht hatte ich gedacht, es würde nie mehr hell werden und ich würde erfrieren.
Mich überkam eine große Freude. Am Morgen noch zu leben, war so ein maßloses Glücksgefühl nach all dem Horror. Freunde waren verschwunden, das war furchtbar. Aber die Freude, am Leben zu sein, überwog. Wir sahen eine vollkommen andere, friedliche Welt aus Schnee. Ein beeindruckender, aber toter Friede. Da war etwas Unorganisches, das Nichts. Das heißt, das ganze Leben war in dem Flugzeug gewesen. Das, was draußen war, war schon immer hier gewesen. Wir waren es, die am falschen Platz waren. Warum gab es Tote und Überlebende? Durch welches Wunder überlebten 29 von 45? Und von diesen 29 waren 24 völlig unversehrt, so wie ich? Sie da herauszuholen war, als würden wir uns selbst herausziehen. Einer nahm die Dinge in die Hand, das war Marcelo. Marcelo Perez war eine Ausnahmepersönlichkeit. Ich kannte ihn davor gar nicht. Er hatte eine sehr angenehme Art, Befehle zu erteilen. Er sagte etwa, komm her, bitte hilf mir, das zu tun. Eine schöne Art, etwas zu fordern. Unsere Gesellschaft begann, sich ihrem Anführer unterzuordnen. Wir baten ihn, uns einzuteilen, das Essen zu rationieren. Ein Stückchen Schokolade pro Person am Tag. Der Hunger machte sich langsam bemerkbar. Ein Schlückchen Likör, das war alles. Wir warteten auf die Rettungsmannschaft und dachten, wir würden es alle schaffen. Auch die Verletzten. Alle. Ganz weit oben flogen Flugzeuge vorbei. Sie konnten uns unmöglich sehen. Doch wir waren sicher, dass sie uns gesehen hatten. Eines flog tiefer. Wir konnten es deutlich sehen und dachten, wenn wir es sehen, sieht es uns auch. Wir waren gerettet. Aber sicher haben sie uns gesehen. Es bewegt die Flügel. Ich habe gesehen, wie es die Flügel bewegt hat. Es wird umdrehen und zurückkommen. Nein, es hat die Flügel bewegt, aber es fliegt weg. Sie werden uns auf dem Landweg holen. Sie tranken eine Flasche Wein. Zum großen Ärger von Marcelo, der alles streng überwachte. Nach unseren Berechnungen und unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit des Flugzeugs, der Wetterbedingungen sowie aller in Betracht kommenden Parameter musste sich das Flugzeug in der Nähe des Vulkans Tinguiririca befinden. Das Problem war allerdings, dass wir das Wrack nur mittags hätten orten können. Aber dann war wegen der Luftströme und Turbulenzen die Suche am schwierigsten. Ich glaube, wir hatten 1972 in Chile die schlimmsten Stürme unserer Geschichte, mit 6 bis 10 Metern Schneefall im Gebirge. Die Hubschrauber flogen raus, die Hubschrauber kamen wieder zurück, die Flugzeuge auch. Wir machten einige Fotos vom schneeweißen Gebirge und den Spalten im grauen und dunklen Fels, in denen wir all diese verzweifelten jungen Menschen vermuteten.
Kaum zu glauben, aber wir empfingen uruguayische Radiosender. Dort war die Rede von Suchaktionen. Mehrmals wurde davon berichtet. Ich schaute stundenlang zu den Gipfeln auf und dachte mehrmals, Menschen kämen. Ich konnte kaum glauben, dass dort niemand war. Am nächsten Tag schaute ich in die andere Richtung. Ich dachte, sie würden kommen, dann würde ich die anderen rufen. Aber da war nichts als bewegungslose Felsen. Während dieser Nächte, in denen wir wegen der Kälte nicht schlafen konnten, vergingen die Stunden einfach nicht. Wir steckten uns eine kleine Zigarette an und hielten sie in unseren hohlen Händen, um uns zu wärmen. Das war herrlich. Einfach herrlich. Außerdem stillte es den Hunger, milderte die Angst und beruhigte die Gruppe. Wir hielten unser Haus in Ordnung. Wir waren zwar übel dran, aber so übel auch wieder nicht. Teile der Sitzbezüge dienten uns als Decken. Wir hatten auch ein paar Kissen. Die Nacht war aber ganz demokratisch organisiert. Wir wechselten uns gegen den Uhrzeigersinn ab. So hatte jeder abwechselnd die besten und die schlechtesten Plätze. Ich wollte nicht stören, mochte aber auch nicht gestört werden. Ich schlief hinten in der Ecke. Eigentlich war mir das, was uns erwartete, vollkommen egal. Der dicke François stand barfuß im Schnee und ich sagte zu ihm, du frierst dir noch die Füße ab. Er antwortete, das ist mir egal. Was soll ich in Zukunft schon mit Ihnen anfangen? Da fing ich an, seine Füße zu massieren und er sagte, wenn du meine Füße rettest, werde ich mein Leben lang dein Sklave sein. Nach und nach starben die Schwerverletzten. Nandos Schwester war in einem kritischen Zustand. Wir haben sie mehrere Tage gepflegt. Ihre Füße waren schon leicht schwarz. Nando blieb ganz nah bei ihr. Er wirkte ein bisschen verloren, irgendwie abwesend. Wir standen uns sehr nah und machten vieles gemeinsam. Ich war ihr Fahrer und begleitete sie auf Partys. Sie mochte meine Freunde. Sie war 2 Jahre jünger als ich, aber junge Mädchen interessieren sich immer für die Freunde ihres großen Bruders. Wir standen uns wirklich sehr nah. Ich konnte bis zur letzten Sekunde bei ihr sein, bis zu ihrem letzten Atemzug. Schau mal, das Fenster ist noch ganz. Es war ein Flugzeug der Luftwaffe mit wenig Komfort. Beim Aufprall lösten sich die Sitze. Und als das Flugzeug an diesem Berg dort aufschlug, verlor es Flügel und Heck. Der Rumpf flog genau zwischen diesen Gipfeln durch und rutschte über die Schneedecke dort. Als das Flugzeug auf dem Gletscher abgebremst wurde, wurden deine Großeltern unter die Sitze gepresst und waren sofort tot. Die Nachmittage fand ich am schönsten, wenn wir neben dem Flugzeug lagen und die Lawinen beobachteten. Wir starben vor Angst. Eine ging vorne vorbei, eine andere hinten.
Wir waren vollkommen machtlos und dazu verurteilt, auf diesem Fleck zu bleiben. Das Gebirge zeigte uns, dass es lebendig war. Nach 4 Tagen sagte ich mir, dass wir sterben würden. Sie hatten uns nicht gefunden. Sie hatten Menschen auf den Mond geschickt, aber uns konnten sie innerhalb von 4 Tagen nicht finden. Es war vorbei. Ich schaute die Berge an und dachte, wenn sie uns nicht in den nächsten Tagen holen, haben wir nichts mehr zu essen. Wir müssen hier weg. Es gab um uns herum keine Ernährungsalternative. Erinnerst du dich an dieses furchtbare Eau de Cologne, das uns den Mund verbrannte? Und die Puder von Elizabeth Arden, die schmeckten richtig gut. Ich erinnere mich an die Hautcreme auf Ei-Basis. Könnt ihr euch an die Kappe mit dem Wein erinnern? Wir hatten eine 2-Liter-Flasche Mendoza und tranken aus einer Deodorantkappe. 2 oder 3 Tage vollkommen nüchtern und dann tranken wir eine Kappe Wein. Für mich war es der köstlichste Wein der Welt. Wenn man die Kappe austrank, war man fast betrunken. Das war die einzige Energiequelle, die wir hatten. Schließlich konnten wir kaum noch aufstehen. Wir waren völlig erschöpft und uns war schwindelig, weil wir nichts aßen. Und zwar schlecht. Wir waren völlig geschwächt. In jener Nacht war ich todmüde und hatte den ersten Gedankenblitz. Ich dachte, ich wäre verrückt geworden. Ich saß gerade mit meinem Cousin Daniel Fernandes zusammen und sagte zu ihm, Daniel, ich bin todmüde, wir haben nichts zu essen und niemand sucht nach uns. Ich glaube, wir müssen... Er antwortete, ich hatte gerade den gleichen Gedanken. Es war der 5. oder 6. Tag, wir hatten nichts Neues gehört und nach machte sich der Gedanke bei allen breit. Entweder wir sterben oder wir tun es. Eines Nachts lag ich neben Carlitos, rechts von ihm. Ich sagte zu ihm, Carlitos, ich will hier raus. Und um das zu schaffen, muss ich etwas essen. Ich habe ihn angeschaut und nichts gesagt, weil auch ich gerade darüber nachgedacht hatte. Ich sagte zu Adolfo, Nando ist verrückt. Adolfo sah mich an und antwortete, meine Cousins und ich haben auch schon daran gedacht. Zu der Zeit spürten wir schon, dass wir uns nach und nach von der Welt entfernten, in der wir gelebt hatten. Dieser Bruch, der beim Unfall begonnen hatte, vertiefte sich und drängte uns auf Wege, von denen wir im Traum nicht gedacht hätten, dass wir sie je gehen müssten. Wir entwickelten eine Gesellschaft, in der Geld nur Papier war, Wasser erst produziert werden musste, und der Körper eines Menschen zu der Nahrung werden konnte, die ich brauchte. An jenem Abend im Flugzeug hatten wir, Roberto, Fito und alle anderen, den Mut, die Diskussion zu beginnen. Wir diskutierten und analysierten psychologische, kulturelle, religiöse Tabus. Ich hatte gehört, wie einige den Gedanken geäußert hatten und dachte mir, klar, Stoffwechsel, Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Ich erinnerte mich an die Stoffwechselskala. Ich studierte Zellularbiologie. Kohlenhydrate verwandeln sich in Proteine und diese in Lipide. So gesehen funktionierte es. Aber ich wollte die Toten um die Erlaubnis bitten, ihre Körper zu entweihen. Das beschäftigte mich. Marcelo herrschte mich an. Hört mit dem Scheiß auf, sie werden uns schon holen. Wir schlossen einen Pakt. Wenn ich sterbe, nehmt euch bitte meinen Körper. So würden wir niemanden entweihen, weil wir alle zustimmen. Der Gedanke setzte sich fest. Es war die Wahl zwischen Leben und Tod. Der Tod bedeutete, nichts zu tun und langsam zu erlöschen. Zuzusehen, wie der eigene Körper sich innerhalb weniger Tage verzehrte und verschwand. Die andere Möglichkeit war, sich einen Körper zu holen. Bloß welchen?
Er lag auf dem Bauch, angezogen. Mit einer Glasscherbe schnitt ich die Hose auf, dann die Haut. Das rote Fleisch kam zum Vorschein. Es war, als würde man Marmor bearbeiten. Wir mussten etwas graben. Mit der Glasscherbe und einem Taschenmesser gelang es uns, Muskelfasern zu zerschneiden. Jeder hat ein Stück dieser Größe genommen. Wir sahen es völlig schweigend an. Niemand sagte etwas. In diesem Augenblick dachte ich an meine Mutter. Meine Verlobte würde einen anderen finden. Sie war erst 19. Aber meine Mutter würde keinen anderen Sohn finden. Einige Zeit früher waren bei einem Kanuunfall drei meiner Freunde ums Leben gekommen. Meine Mutter hatte mir gesagt, wenn sie einen ihrer Söhne verlieren würde, würde sie auch sterben. Ich hatte das Gefühl, ich könne sie nicht verraten. Und wenn ich das Flugzeug oder die Toten essen müsste, ich würde irgendetwas essen, aber ich würde sie nicht enttäuschen. Sollte ich scheitern, dann hätte ich wenigstens bis zu meinem letzten Atemzug alles versucht. Ich erinnere mich, wie ich das Stück Fleisch angeschaut habe. Mir wurde kurz übel. Dann verschlang ich es. Ich schaute auf. Roberto hatte es auch getan. In diesem Augenblick machten wir einen Schritt ins Leere, ins Ungewisse. In eine Situation, von der wir nicht wussten, ob sie eine Weiterführung der Zivilisation oder die Rückkehr in eine wilde und primitive Welt war. Wir nahmen ein paar Streifen und legten sie auf den Flugzeugrumpf. So. Nach und nach haben sich einige genähert. Sie kamen, nahmen einen Streifen und entfernten sich damit. Jeder traf diese Entscheidung für sich selbst. Das Tabu war gebrochen. Mehrere sind hingegangen. Ich selbst war, ehrlich gesagt, nicht besonders mutig. Ich stellte mich nicht dagegen, aber ich fürchtete mich davor, es zu tun. Es war für alle schwer. Was wir da taten, war undenkbar. Aber ich hatte meine Entscheidung getroffen. Ich wählte das Leben. Eigentlich war es ein Sakrileg, dass wir handelten, ohne dass es eine einstimmige Entscheidung gegeben hatte. Wenn du es erst einmal getan hast und auf der anderen Seite stehst, dann siehst du, dass nichts Seltsames passiert, nichts Magisches. Es hat nichts mit dem zu tun, was sich die Leute ausmalen über das, was im Gebirge passiert ist. Natürlich ist die Neugier darauf riesengroß. Aber für uns war das bloß ein Problem unter vielen, das halb gelöst war. Abandonaron la búsqueda aérea. Las intensas nevadas registradas en la cordillera terminaron en
francese de la tarea de rescate aéreo del avión uruguayo desaparecido. Solo continúa la labor terrestre del cuerpo de carabineros y por su parte Carlos Páez Vilaró y el doctor Raco. Das wirkte wie ein Keulenschlag. Kein Essen, keine warme Kleidung, keine Ahnung, wo wir waren, und sie suchten uns nicht mehr. Wie konnte mich meine Familie im Stich lassen? Wie konnten meine Regierung und zwei weitere Länder sagen, die Jungs lassen wir dort? Bis dahin hatten wir uns an Vermutungen geklammert. Sie kommen morgen, vielleicht übermorgen, auch wenn wir nicht sicher waren. Nun waren wir zum ersten Mal sicher, sie suchen uns nicht mehr. Das war unsere einzige Gewissheit. Wir mussten aus eigener Kraft daraus. Marcelo war bereits ziemlich deprimiert. Er verspürte eine solche Last, eine solche Verantwortung. Das gab ihm den Gnadenstoß. Er fühlte sich schuldig, die Mannschaft in diese Tragödie geführt zu haben. Er begriff, dass es die einzige Rettung war, Menschenfleisch zu essen. Marcelo kam zu mir. Er brachte mir ein kleines Stückchen zu essen und sagte: Javier, Christus starb für uns und gab sein Blut und seinen Leib, um uns zu erlösen. Nimm das als ein heiliges Abendmahl. Liliana sagte: Ich will meine Kinder wiedersehen, dafür tue ich alles. Ich will sie wieder in meine Arme schließen. Eine Mutter würde für ihre Kinder alles tun. Andere meinten, es ist wie das Abendmahl. Wenn es für dich so ist, dann tu es. Ich wollte meinen Vater wiedersehen und ich wollte leben. Nach einem Flugzeugabsturz sucht man nicht nach einem ganzen Flugzeug, sondern nach Teilen. Das muss man bedenken. Es ist sehr schwierig, weil die Trümmer teilweise über mehrere Kilometer verstreut sind. Carlitos Vater blieb praktisch die ganze Zeit hier. Ich erinnere mich sehr gut an diese Büros, in denen wir ganze Tage verbrachten. Es war ein Gefühl von Ohnmacht, nicht mehr tun zu können. In dieser Weite. Sie wussten, dass sie vor einer enormen Aufgabe standen. Es war nicht einfach. Aber er war überzeugt, dass sein Sohn am Leben war. Am nächsten Tag stellten wir eine Expedition aus den drei Überlebensfähigsten zusammen: Gustavo, Numa und Daniel Maspons. Sie waren in guter körperlicher Verfassung. Aber sie brauchten viel Mut, um loszugehen. Sie wollten die Berge erklimmen und nach dem Heck des Flugzeugs suchen. Der Mechaniker hatte uns gesagt, im Heck würden die Batterien stecken, mit denen wir das Funkgerät in Gang setzen konnten. Manchmal besaß ich eine übermenschliche Kraft. Ich war wie eine Maschine. Deshalb sage ich, dass ich eine Schwelle überschritten hatte. Ich hatte einen unnatürlichen Zustand erreicht. Ich war bereit, mein Leben zu geben. Mit dem Flugzeug hinter uns fingen wir an zu klettern, immer höher und höher. Und dann drehten wir uns um. Wir waren wirklich am hinteren Ende der Welt. Das Flugzeug war kaum noch zu sehen. Es war nur noch ein kleiner Punkt. Wir waren schon so weit weg, dass wir nicht einmal zum Schlafen hätten zurückgehen können. Uns blieb nur an Ort und Stelle zu sterben oder weiterzugehen. Die Nacht brach herein, die Kälte kam und sie waren noch nicht zurück. Da dachten wir uns, es muss ihnen etwas zugestoßen sein. Hoffentlich kommen sie wieder. Uns ist aber auch der Gedanke gekommen, dass sie dort oben sterben konnten. Wir wussten, wie die Nächte außerhalb des Flugzeugs waren. Wir schlugen einander, sprangen uns gegenseitig auf Bauch und Beine. Das war der größte Liebesbeweis, denn wenn wir uns schlugen, zirkulierte das Blut und das bedeutete, dass wir noch lebten.
El cuervo seguía vivo. El frío te va apagando. Die Kälte zerstörte einen nach und nach von innen. Aber noch hatten wir einen kleinen Lebensfunken. Ich erinnere mich, dass wir praktisch durchgefroren waren und Eiszapfen in den Haaren hatten. Die Nacht schien ewig zu dauern. Und dann ganz plötzlich, zack. Als die Sonne unsere Gesichter traf, war es wie Magie. Als ob Gott uns retten wollte. Er schenkte uns den Tag. Sie kamen in einem elenden Zustand zurück. Gustavo war blind, Maspons war stumm und Numa Tocati hatte in jener Nacht mehrere Kilo verloren. Von diesem Augenblick an baute er nur noch ab, nachdem er so viel gegeben hatte. Dass sie so mitgenommen waren, zeigte uns, dass es extrem schwierig werden würde, über die Berge zu gehen, falls wir so weit kommen sollten. Im Oktober war das unmöglich, aber im Dezember konnte es klappen, weil Mitte November das Tauwetter einsetzt, wie Pedro meinte, der einige Zeit in Chile gelebt hatte. Dann konnten wir laufen. Aber wie viele Kilos würden wir bis dahin verloren haben? Wir hätten nicht mehr die Kraft, die Berge zu überwinden und die grünen Täler zu erreichen, die dem Piloten zufolge auf der anderen Seite lagen. Ich wollte nur noch nach Hause zurückkehren, mich von meinem Vater, meiner Mutter, meinem Bruder verabschieden und dann ins Gebirge zurückgehen, um dort in aller Ruhe zu sterben. Das Gefühl, mich nicht von ihnen verabschiedet zu haben, war extrem hart. Ich wollte sie einfach nur ein letztes Mal umarmen und mit dem Ganzen hier Schluss machen. Carlos Paez Vilaro flüchtete sich in alles, was ihm helfen konnte, seinen Sohn wiederzufinden. Er glaubte alles, was man ihm erzählte. Es gab in Holland einen sehr guten Parapsychologen namens Gérard Croisset, der mir bei der Suche nach meinem Sohn möglicherweise helfen konnte. Es ist ein Flugzeug, das man von oben nie entdecken wird. Es ist wie ein weißer Wurm im Schnee. Es hat seine Flügel verloren. Und er sagte noch, es gibt dort Leben und es gibt Tod. Mehr kann ich Ihnen heute nicht sagen. Genau das sagte er in jener Nacht. Als sie uns fallen gelassen hatten, fesselte uns an den Ort, an dem wir waren. Wir waren von allem abgeschnitten. Und da wir die Zivilisation nicht mehr brauchten, kümmerte sie uns nicht mehr. Wir führten ein völlig primitives Leben, ohne Gesetze. Es gab keine Gesetze. Es gab von der Gruppe akzeptierte Bräuche, Gepflogenheiten und Tätigkeiten. Wir drei Strautsch-Cousins kümmerten uns um die Zubereitung des Fleisches und seine gerechte Verteilung. In sehr kleinen Portionen, weil wir ja nicht wussten, wie lange wir dort bleiben müssten. Da wir die Ältesten waren, überwachten wir die Rationierung sehr streng und gerecht. Es durfte auf keinen Fall ungerecht sein, sonst hätte es Aufruhr gegeben. Unser Nachtisch bestand aus Zahnpasta. Jeder nahm sich ein bisschen davon. Sie war ziemlich süß, eine kleine Freude, die aber leider nichts nützte. Irgendwann verschwand die Tuba und alle regten sich auf. Ich sagte, wenn wir nicht in der Lage sind, uns unter solchen Umständen besser zu verhalten, wird keiner überleben.
Da waren sie alle still. Die Verzweiflung, die Angst, das panische Gefühl, für tot erklärt worden zu sein, obwohl wir noch lebten, zu wissen, dass wir sterben würden, nur noch nicht wann oder wie, was konnte schlimmer sein? Wir wussten damals ja nicht, dass es noch schlimmer kommen würde. Das Wetter war schlecht in jener Nacht und der Wind machte viel Lärm im Flugzeugrumpf und im Gebirge. Er peitschte über die Gipfel der Anden. In jener Nacht musste ich oben in der Hängematte schlafen. Ich hatte einen guten Platz, schön warm in der Mitte. Ich konnte die Glut der Zigaretten sehen und redete mit Fito, der mir gegenüber lag, und mit François neben mir. Plötzlich fühlte ich etwas wie eine galoppierende Herde von Pferden, einen Lärm, eine Vibration und gleich danach einen Luftzug. Etwas drückte mein Gesicht zusammen. Als ich mich bewegen wollte, war ich wie einbetoniert, von einer tonnenschweren Last. Ich versuchte, den rechten Arm zu bewegen, es ging nicht. Den linken Arm, es ging nicht. Als ich nach unten schaute, sah ich praktisch nichts, nur Schnee. Dort unten war niemand mehr. Ich dachte, das Flugzeug ist unter dem Schnee begraben, sie sind alle tot und ich bin der einzige Überlebende. Ich war völlig verzweifelt. Ich erstickte langsam und fühlte, dass ich dabei war zu sterben. Meine Lungen explodierten fast und mein Herz raste. Zuerst fühlte ich große Panik, auf etwas Unbekanntes zuzugehen. Es war eine wertvolle Erfahrung, die ich einfach als ein Geschenk ansehen musste. Ich hörte auf zu kämpfen und gab mich diesem Erlebnis einfach hin. Mein Leben lief rückwärts vor mir ab. In Sekunden liefen hunderte farbige Bilder vor meinen Augen ab. Von Kindheit an alle Bilder aus meinem Leben. Bis zu dem Augenblick, als ich auf dem Teppich krabbelte. Meine Mutter war da und nahm mich in die Arme. Ich spürte einen Genuss und eine Freude, die mich zu etwas Wunderbarem hintrugen. Alles, was ich war, was ich erschaffen und erlebt hatte, war in dieser Energie, die sich mit mir erhob. Der Lichtstrahl steuerte auf einen bestimmten Punkt zu. Auf einen Punkt, der mich sehr stark anzog. Ich ließ mich gehen und fühlte unbändige Freude. Ich sah auf drei Ebenen. Von oben sah ich alles. Ich war tot. Ich sah das vom Schnee verschüttete Flugzeug. In der Mitte sah ich das Flugzeuginnere mit den eingegrabenen Leuten. Und unten sah ich meinen schneebedeckten Körper. Ich sprang auf und streckte den Kopf heraus. Ich sah das eingegrabene Flugzeug und hörte entfernte Stimmen. Ich war der Einzige, der sich umsah. Mitten in diesem beeindruckenden Frieden, in dem der Tod ein Vergnügen war, das ich nie wieder gefühlt habe, sah ich von oben, wie Roy auf meine Hand trat. Nach und nach sah ich Hände aus dem Schnee herauskommen. Er packte meine Hand, ließ sie los und packte sie wieder. Da drückte ich seine. Roy, ich bin's, Fito, hilf mir raus. Ich fing an, wie besessen zu graben. Ich versuchte, sein Gesicht freizulegen, damit er Luft bekam. Ich strengte mich an, mich aufzurichten und stützte mich dabei auf Kotches Brust. Er hinterließ einen kleinen Lufttunnel. Mit einem Schrei wie ein Neugeborenes atmete ich wieder. Ich rief laut, damit es alle hörten, haltet durch, wir holen euch raus. Ich hörte Adolfos Stimme in der Ferne. Halt durch, Eduardo, gib nicht auf.
Ich sagte mir, du hast die Möglichkeit zu leben, hier rauszukommen. Versuch es. Ich begann verzweifelt mit meinen Fingern um mein Gesicht herumzugraben. Dann konnte ich wieder atmen und spürte, wie meine Seele und mein Geist in meinen Körper zurückkehren. Sie holten mich von diesem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, auf den ich mich zubewegte und den ich so sehnsüchtig erwartete. Stattdessen fand ich mich in der Hölle des Gebirges wieder. Ich fühlte Verzweiflung und Trostlosigkeit. Es war, als würde ich in meinen Körper zurückkehren, und ich öffnete die Augen. Wir gruben wie tollwütige Hunde. Wir hatten zu wenig Luft und mussten Pausen machen. Aber wir mussten weitermachen, weil der auf der anderen Seite lag, dabei war zu sterben. Freunde suchten nach Freunden. Wenn wir jemanden herausholten, ließen wir ihn zu Atem kommen, sagten, warte hier, und machten weiter. Aber dabei deckten wir die anderen wieder zu. Es war zum Verzweifeln. Ich trat auf die Leute und mein Gewicht erdrückte sie. Liliana, halte durch. Ich lebe, ich helfe dir. Aber sie mussten mich erst herausholen, bevor ich ihr helfen konnte. Auf der Suche nach Javier Metols Frau, der letzten noch lebenden Frau, stieß ich auf Nando. Ein eisiger Windhauch drang in meinen Mund und ich konnte wieder atmen. Sie holten einen anderen heraus, neben dem noch ein Freund lag. Dabei trat einer auf Liliana. Er drückte uns nicht. Es war einfach zum Verzweifeln. Endlich kam ja Gustavo zu Hilfe. Er befreite meine Hände und wir gruben ohne Unterlass nach Liliana. Armer Javier. Eduardo kam heraus. Marcelo lag neben ihm. Ich sagte, da ist Marcelo. Wir gruben verzweifelt, aber Marcelo war neben mir gestorben. Seit dem 7. Lebensjahr hatten wir alles gemeinsam gemacht. 8 starben in der Lawine. Jemand versuchte, ein Feuerzeug anzumachen. Eine kleine Flamme sprang heraus und erlosch wieder. Mach an! Es ist wieder ausgegangen. Verdammt, nicht genug Sauerstoff. Wir verzweifelten bei dem Gedanken, nicht mehr atmen zu können. Mit einem 3 Meter langen Rohr gruben wir über unseren Köpfen ein Loch und die Flamme brannte. Wir hatten Sauerstoff. Wir konnten alle wieder atmen. Warme Körper, die langsam kalt wurden, lagen um uns. Wir wussten nicht, ob unser jeweiliger Nachbar tot oder lebendig war. Deine toten Freunde auf engstem Raum um dich herum, zerdrückt an der Decke des Flugzeugrumpfes. Ich drängte mich völlig durchnässt an einen anderen und wir sprachen einander Mut zu. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir hatten nicht die leiseste Ahnung. Wir waren in Gottes Hand. Wir hatten keine Kontrolle mehr. Wir waren dem Gebirge völlig ausgeliefert. Wir fühlten uns so klein, so winzig. Es war sehr beeindruckend. Wir spürten, wie unser Leben immer weniger wurde. Dass uns nichts mehr blieb, außer der Tatsache, dass wir am Leben waren. Wir beschlossen zu warten. Weil wir dickköpfig waren und sehen wollten, was passieren würde. Wir erkannten den Morgen daran, dass die Scheiben grau wurden. 3 Tage blieben wir verschüttet. Die Körper der anderen lagen um uns herum. Während dieser 3 Tage hatten wir viel Energie verbraucht. Irgendwie mussten wir uns ja ernähren. Das, was wir getan hatten, bevor die Lawine uns verschüttet hatte, drängte uns dazu, einen Schritt weiter zu gehen und die Körper, die neben uns lagen, zu essen. Wir konnten uns nicht abseits stellen, um die Körper zu zerschneiden, weil wir nicht hinausgehen konnten.
Aber was soll's, wäre ich in der Lawine gestorben, säße hier heute ein anderer, um von dieser Szene zu erzählen. Und ich wäre stolz, dass das Projekt seines Lebens einen Teil von mir in sich tragen würde. Das ist etwas, das ich niemandem wünsche, so etwas zu sehen oder gar selbst tun zu müssen. Aber wir hatten keine Wahl. Also haben wir es getan. Es gelang uns, einen Tunnel zu graben und durchzukriechen. So konnten wir das Flugzeug verlassen. Das Flugzeug war völlig verschüttet. Alles war weiß. Es war eine Art vollständige Reinigung. Diana wurde herausgebracht, als wir den Schnee beiseite räumen konnten. Sie lag mehrere Tage neben dem Flugzeug im Schnee. Ich glaube, ich sah sie dort 3 Tage lang. Ich sah ihr Gesicht. Ich sprach zu ihr. Mit Liebe. Dann gab es einen schweren Schneesturm und ich sah sie nicht wieder. Sie ist jetzt hier, verstehst du? Ich weiß noch, wie wir Marcelo Perez hinausgetragen haben. Er hatte einen friedlichen Ausdruck auf dem Gesicht. Als wäre er von der Verantwortung befreit, der Kapitän der Titanic zu sein. In dem Augenblick lehnte ich mich gegen diesen Gott auf, den ich nicht verstand. Wie konnte er sie alle töten? Nachdem er sie hatte leiden und sie ihre Freunde essen lassen, tötete er sie. Solch ein Gott existiert nicht. Ich erinnere mich, dass Kalitos mir nach 2 oder 3 Tagen den Rosenkranz zuwarf und ich ihn aufnahm. Ich kehrte in den Kreis der Gebete zurück, die uns gut taten, unseren Geist stärkten und den Zusammenhalt der Gruppe festigten. Der Wind. Dieser Zusammenhalt war lebenswichtig für uns. Diese Solidarität zwischen uns entstand nicht, weil wir von Natur aus gut und solidarisch waren, sondern weil es überlebensnotwendig war. Die Gruppe musste geeint sein, sonst hätten wir es dort niemals herausgeschafft. Nando hatte 2 wesentliche Gründe, das Flugzeug zu verlassen. Zum einen, um seinem Vater mitzuteilen, dass er am Leben war, und zum zweiten, um nicht die furchtbare Entscheidung treffen zu müssen, Hand an die Körper seiner Mutter und seiner Schwester zu legen. Deshalb hatte er es eilig vorzugehen. Er wagte einen Versuch mit Tintin, Roy und Kalitos. Sie gingen ein Stück, dann kehrte Kalitos weinend zurück, weil er nicht genügend Kraft hatte. Vino quebrado
Er kam niedergeschlagen zurück, aber Tintin meinte, es ist hart, aber es ist machbar. Er war bereit, die Expedition zu wagen. Und Nando bat mich, sie zu begleiten, weil ich mit Karten ganz gut umgehen konnte, gute Augen und gute Ideen hatte. So bildete sich das Trio. Von dem Moment an wurden wir zu den Beinen des Teams, weil wir es waren, die losgehen würden. Mehrere Tage lang haben wir sie richtig verwöhnt, in jeder Hinsicht. Wir überließen ihnen die besten Schlafplätze, bastelten ihnen Kleider und Decken. Und natürlich bekamen sie alle Essensrationen, die sie haben wollten. Wir waren so etwas wie die Rennpferde der anderen Überlebenden. Wir waren der einzige Trumpf, der ihnen blieb. Sie hatten keine Wahl, als uns zu helfen. Der Co-Pilot hatte uns gesagt, wir hätten Curico überflogen. Aber Curico liegt in der Mitte von Chile und es war offensichtlich, dass wir nicht bei Curico waren. Wir waren irgendwo in Chile, hatten aber nicht die leiseste Ahnung, wo genau. Wir diskutierten über alles. Wo ist Norden, Süden, wo ist der Kompass? Sie gingen los und kamen am nächsten Tag wieder. Sie hatten das Flugzeug gefunden, in dem eine Batterie war. Mit der Batterie konnten wir das Funkgerät einschalten und kommunizieren. Deshalb kamen sie zurück. An einem schönen Novembermorgen brachen wir erneut auf. Es war sehr angenehm, morgens zu laufen, weil der Schnee da noch hart war. In einem Koffer, den wir wie einen Schlitten zogen, hatten wir das Funkgerät, die Antenne und Werkzeug gesteckt. Und so zogen wir los zum Heck des Flugzeugs. Ich fand meinen Koffer wieder. Ich weiß noch, wie ich ihn öffnete und mir der Geruch meiner Sachen, meines Zuhauses entgegenkam. Meine frische Wäsche. In einem der Koffer fanden wir einen Fotoapparat. Wir wollten uns fotografieren für den Fall, dass man in 100 Jahren unsere Überreste auf dem Gletscher finden sollte. Im Hintergrund versucht Roy gerade das Funkgerät zu reparieren. Hier siehst du das Stück Stoff, aus dem wir den Schlafsack gefertigt haben. Als ich den Stoff fand, fragte mich Roberto, was machst du daraus? Vielleicht eine Jacke, ich glaube, er ist wasserfest. Gibt es noch mehr davon? Ich weiß nicht, vielleicht. Wie wär's mit einem Schlafsack? Es war eine geniale Idee, wenn wir mehrere Nächte im Freien verbringen wollten. Denn bis dahin waren wir nur tagsüber ungebunden gewesen. Wir schafften es nicht, das Funkgerät in Gang zu setzen, also bereiteten wir uns darauf vor, zum Flugzeug zurückzukehren. Ich quälte mich inzwischen schon ziemlich und irgendwann sagte ich zu ihnen, geht ohne mich weiter, ich bleibe hier. Und wenn man euch eines Tages holt, sollen sie hierher kommen und schauen, ob ich noch da bin. Nando packte meinen Arm und hob mich an der Taille an. Wir kamen nur sehr schwer vorwärts. Die Sonne ging gerade unter, als wir das Flugzeug erreichten. Wir waren den ganzen Tag unterwegs gewesen. Ich erinnere mich noch an meine Freude, als wir wieder beim Flugzeug waren. Es war, als würde ich nach Hause zurückkehren, zu unserer Zuflucht und den Freunden. Es war eine der größten Freuden, die ich im Gebirge empfand, zurück am Flugzeug zu sein, nach 8 Tagen im Heck.
Insgeheim wusste ich allerdings, dass wir wieder am Anfang standen und sich nichts geändert hatte. Als ich ankam, sah ich Silhouetten, die wie lebende Tote umhergingen. Und ich war genau wie sie. Ich sah jemanden, den ich nur schwer erkennen konnte. Es war Eduardo Strauch. Er war stark abgemagert und völlig entkräftet. Seine Muskeln waren ganz verkümmert. Ich begriff, dass wir alle bald sterben würden. Uns fehlten Calcium, Kalium und Magnesium. Das steckte in den Knochen. Also baten wir die, die sich nicht mehr richtig bewegen konnten, mit der Glasscherbe und einem kleinen Stück Blech die Knochen abzukratzen und zu raspeln, bis ein Löffel mit dem Pulver gefüllt war. So konnten wir etwas Calcium zu uns nehmen. Unsere Freunde waren in unseren Köpfen, in unseren Erinnerungen. Zu den Knochen fühlten wir keine emotionale Verbindung. Es war ziemlich hart festzustellen, dass wir dieses Stadium erreicht hatten. Wenn man ein Enddatum hat, hält man durch. Wenn nicht, ist man gestresst und hat Angst, weil man nicht weiß, wie lange der Schmerz noch dauert. Die Liste derer, die zu sterben drohten, wurde immer länger. Das drängte uns dazu, die Expedition erneut zu wagen. Bist du das? Ich fädele gerade eine Nadel ein, um den Schlafsack zu nähen. Javier ist etwas matt, wie immer. Hier nähen wir gerade den Schlafsack und irgendjemand hat ein Foto gemacht. War das kurz vor dem Start? Ja, das muss der 2. oder 3. Dezember gewesen sein. Wir hörten Radio Cooperación aus Chile. Sie sagten, die Mädchen hätten ihre Miniröcke herausgeholt und würden Eis essen. Und ich dachte, ich sterbe hier. Aber für die Menschen hinter diesen Bergen geht das Leben weiter. Sie haben mich vergessen. Mir wurde klar, dass wir los mussten, bevor wir dazu zu schwach wurden. Wir waren dabei zu sterben. Wir mussten los, bevor uns die Nahrung wieder ausging. Hör zu, Nando, wenn du weg willst, geh. Und er antwortete, nein, ich gehe, wenn du soweit bist, denn ich will mit dir zusammen los. Je näher der Dezember kam, desto länger würden die Tage werden. Je länger die Sonne schien, umso geringer wäre das Sturmrisiko und umso mehr Chancen hätte die Expedition zu gelingen. Wir mussten das für und wieder gut abwägen. Ich sagte zu Roberto, wenn du nicht gehst, wird Numa keine 3 Tage mehr überleben. Numa hörte uns zu. Ich sagte zu Roberto, schau ihn dir an. In jener Nacht starb er. Ich ging zu ihm, er war tot. Zu Roberto sagte ich, siehst du? Roberto sah mich an und sagte, ich weiß, morgen gehen wir los. Am 12. Dezember 1972, morgens um 6:30 stiegen wir aus dem Flugzeugrumpf, um uns von Nando, Roberto und Tintin zu verabschieden. Die Würfel waren gefallen. Es gab kein Zurück mehr. Ich weiß noch ganz genau, dass ich dachte, ich werde bei dieser Expedition sterben. Aber wie? Werde ich stürzen? Wie es wohl ist, zu erfrieren?
Ich erinnere mich an die Umarmung von Javier Metol, der sagte, Roberto, ich bin sicher, du wirst es schaffen. Er hatte ein Vertrauen in mich, das ich selbst nicht hatte. An diesen Satz habe ich mich geklammert und das hat mir sehr geholfen. Sie gingen nach Westen, nach Chile, weil sie dachten, dass auf der anderen Seite die grünen Täler wären. Unsere ganze Hoffnung ruhte auf ihnen. Von ihren Beinen hingen unsere Leben ab. Nach 20 Metern drehte sich Nando zu mir um und sagte, ich weiß nicht, wie lange wir brauchen. Wenn ihr also die Körper meiner Familie essen müsst, tut das. Zögert nicht. Wir stiegen den Berg hinauf, es wurde immer steiler. Ich glaube, die Angst verließ uns, weil wir in dem Moment keine Zeit dafür hatten. Unsere Welt beschränkte sich auf die 10 oder 15 Meter, die vor uns lagen. Ich schaute auf die Steine und suchte den Weg, den ich gehen konnte, da lang oder dort. Wenn ich diesen Stein erreiche, kann ich mich daran festhalten und auf die andere Seite kommen. Darauf beschränkte sich meine Welt. Am ersten Abend konnten wir keinen Schlafplatz finden. Nando kletterte zu diesem Felsen dort. Es wehte ein starker Wind. Unsere Hosen waren nass und begannen einzufrieren. Und wir fanden immer noch keinen Schlafplatz. Das war der schlimmste Abend meines Lebens. Ich fühlte mich machtlos und weinte. Ich war völlig durchgefroren. Tintin und Nando baten mich, Roberto, bitte finde einen Schlafplatz. Schließlich fanden wir eine kleine, windgeschützte Plattform. Stell dir dieses vollkommen weiße Tal vor. Ich fühlte mich geehrt, hier sein zu dürfen. Nur ich konnte das sehen. Wenn du verzweifelt bist, musst du ein bisschen Geduld haben und warten. Dann stellst du fest, dass in Mauern, die keine Ausgänge haben, Türen auftauchen. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, wenn du verzweifelt bist und denkst, du wirst sterben, halte inne und die Zeit bringt dir die Antworten. Das erlebten wir. Der Wind legte sich und es folgte eine wunderschöne, aber eiskalte Nacht. Ich fühlte, dass ich Gottes Freund war. Heute fühle ich das nicht mehr. Ich war der Freund desjenigen, der das alles erschaffen hatte. Der Schöpfer war mein Kumpel. Warum fühlst du es nicht mehr? Heute haben wir belegte Brote, Zelte und das Wissen. Wir wissen, was uns umgibt. Wir brauchen Gott nicht mehr so dringend. Wir waren verurteilt zu warten, dass die Expedition gelang. Wir taten, was wir tun mussten. Sorgten Wasser, verteilten Essen. Das taten wir immer morgens auf seegerechte Weise. Es herrschte Friede und Harmonie innerhalb der Gruppe. Wir konnten nur noch warten. Wir konnten 3 Tage lang beobachten, wie sie immer kleiner wurden. Wir ließen sie nicht aus den Augen.
Wir hatten die ganze Zeit Angst, sie könnten umkehren. Das wäre das Ende aller Hoffnungen gewesen. Am nächsten Tag ging Nando als Erster los. Er kletterte bis zum Gipfel. Ich blieb auf halbem Wege stehen, weil ich nicht mehr konnte. Als ich den Gipfel erreichte und auf die andere Seite sah, konnte ich es nicht glauben. Ich hatte Grün erwartet. Wir waren endgültig verloren. Wir waren panisch, als wir sahen, dass einer zurückeilte. Wofür er beim Aufstieg 3 Tage gebraucht hatte, brauchte er jetzt weniger als 1 Stunde. Als wir Tintin erkannten, dachten wir, den anderen sei ein Unglück passiert. Nein, die anderen gehen alleine weiter. Es geht ihnen gut. Ich habe ihnen mein Essen gegeben und alles, was sie brauchen. Es war viel schwieriger, als wir gedacht hatten. Deshalb hatten sie beschlossen, zu zweit weiterzugehen. Es gab nur Berge und Gipfel. Sie entdeckten einen ohne Schnee und gingen in seine Richtung. Nach dem 5. oder 6. Tag fingen wir langsam an, uns Sorgen zu machen. Wir stellten uns vor, sie seien in den Bergen erfroren oder von einer Lawine überrascht worden oder von etwas anderem. Je mehr Tage vergingen, umso mehr sank unsere Hoffnung, umso geringer wurden unsere Chancen. Unser Schicksal war besiegelt. Wir sprachen kaum noch, unsere Blicke waren leer. Die Freude, jeden Morgen noch am Leben zu sein, verließ mich jeden Tag ein bisschen mehr. Ich wusste, dass ihnen der Proviant, den sie mitgenommen hatten, nicht länger als 10 Tage reichen würde. Dann hätten sie nichts mehr zu essen. Wenn sie bis zum 24. Dezember nicht zurück wären, würde ich mich sterben lassen. Das war einfacher, als weiter zu kämpfen. Dann hätte ich keine Hoffnung mehr. Wir waren fest entschlossen, vorwärts zu marschieren. Einen Schritt und noch einen Schritt. Wir mussten weitergehen. Jeder Schritt brachte uns näher an Chile, an Menschen, an Autos, an die Stadt, wo alles seinen normalen Lauf ging, wo das Leben war. Ich wollte nicht im Schnee sterben. Selbst als ich dachte, ich könnte nicht mehr, ging ich weiter. Ich verdammte die ganze Welt, hatte einen Hass auf alles und riss mich doch zusammen und ging weiter. Ich wog 38 Kilo und fühlte mich dem Ende nahe. Ich war sehr schwach und hatte kaum noch Kraft. In den letzten Tagen hatte ich nicht einmal mehr Lust, nach draußen zu gehen. Also blieb ich im Flugzeug. Ich fühlte mich schlecht. Ich konnte nicht mehr aufstehen und machte mir in die Hose. Es war mir völlig egal. Wir durchquerten alles, was es im Gebirge gibt. Spalten, Schnee, Eis, Flüsse, Felsen, Abgründe, Wasserfälle. Wir spürten an der Luft, dass wir uns etwas näherten, dass das Hochgebirge hinter uns lag.
Wir kamen von einem Ort, an dem es nichts Grünes gab, kein Wasser und keine Vegetation. Es war, als würden wir das wiederfinden, was wir davor gewesen waren. Ich hatte sie alle im Schnee sterben sehen. Und als ich den Schnee nicht mehr sah, sah ich auch den Tod nicht mehr. Da waren Eidechsen, Gras und Wasser. Und ich sagte zu mir, hier überlebe ich. Am 8. oder 9. Tag erblickten wir einen ganz kleinen Pfad. Und Roberto sagte mir, dass dieser Pfad von Tieren stammte. Dann sahen wir abgeschnittene Zweige, Kühe. Aber diese Kühe waren schon immer dort. Sie waren wild. Keiner war da. Ich sagte, nein, Nando, wir sind kurz davor, Kontakt aufzunehmen. Und er fragte, aber wo sind die Menschen, die diese Kühe hüten? Die Sonne ging unter. Wir blieben stehen und schauten nach Westen. Wir waren etwas unentschlossen und wussten nicht recht, was wir tun sollten. Wir waren am Ende unserer Kräfte und fragten uns, wie lange wir noch gehen müssten. Noch einen Tag? Würden wir vorher sterben? Die Zivilisation war nah, aber wie nah genau? Ich war ganz in Gedanken, als ich Roberto rufen hörte, ich sehe einen Mann auf einem Pferd. Ich sehe einen Mann auf einem Pferd. Veo un hombre a caballo, veo un hombre a caballo. Vi dos personas de allá, de ese lado. Ich sah zwei Menschen auf der anderen Seite. Sie rannten auf uns zu und fuchtelten wie wild mit den Armen. Papa kam hinter mir und sagte zu ihnen, geht den Fluss hinauf, flussaufwärts. Dort standen wir dann auf beiden Seiten des Flusses und konnten uns verständigen. Wir waren ungefähr so weit entfernt wie von hier bis zu der Lichtung gegenüber. Sie standen am anderen Flussufer, aber wir kamen nicht hinüber. Ich schrieb eine einfache Botschaft. Ich komme von einem Flugzeug, das im Gebirge abgestürzt ist. Ich bin Uruguayer. Wir sind schon 10 Tage unterwegs. Im Flugzeug sind noch 14 Verletzte. Wir müssen hier schnell raus. Wir wissen nicht wie. Wir haben nichts zu essen. Wann holen Sie uns? Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass er sagte, warten Sie hier. Das taten wir. Ich fühlte mich unglaublich müde, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich so müde war. Was heißt hier müde? Du warst nicht müde, du hattest keine Muskeln mehr, kein Fett und keine Kraft. Du warst dabei zu sterben, von wegen müde. Vielleicht spürten wir, dass wir angekommen waren. Es sah aus, als kämen ihre Rippen durch die Haut, weil sie so eingefallen war. Sie sahen aus wie wandelnde Skelette, die mit Haut bedeckt waren. Und ihre Lippen? Ihre Lippen bluteten. Ein Geruch wie auf dem Friedhof. Kein Tier wollte sich ihnen nähern. Sie haben gefragt, welcher Tag es war, weil sie wissen wollten, ob sie Weihnachten zu Hause wären. Ich habe ihnen gesagt, Weihnachten sei in 3 Tagen. Eines Tages kam die Meldung über den Fernschreiber, dass Uruguayer aus dem Gebirge aufgetaucht seien und einem Hirten gesagt hätten, sie gehörten zu der Gruppe, die im Gebirge abgestürzt war. Wir konnten es nicht glauben.
Zuerst hörten wir Rufe, als ob Indios uns angreifen würden. Dann tauchten sie aus dem Nebel auf. Bis zu den Hüften mit Schlamm bedeckt, kamen sie uns entgegen, mit Kameras und Mikrofonen. Die ganze Weltpresse fiel über uns her. Wir waren die Elenden der Anden gewesen, tot und vergessen. Und auf einmal wurden wir zu Helden. Sogar die BBC wollte mit uns sprechen. Die ganze Welt interessierte sich für uns. Wir waren im Flugzeug, als Daniel kam. Mich packte und rief: Sie haben Nando und Roberto gefunden. Auf einmal sprachen alle Radiosender nur noch von der Sache. Anscheinend hatte man sie gefunden, Überlebende aus dem abgestürzten uruguayischen Flugzeug. Wir haben uns geküsst, geweint und geschrien. Wir waren außer uns vor Freude. Nach und nach kamen alle mit Freudenrufen aus dem Flugzeug. Das hat es während der ganzen 72 Tage nicht gegeben. Die Gesichtsausdrücke veränderten sich. A mi padre que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me va a estar precisando y yo a él mucho, ¿no? Que pronto espero estar con él. ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos? Tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión y me queda otra hermana. ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, sobre ese tema. Nosotros nos cedían los alimentos para que estuviéramos fuertes a los que hacíamos las excursiones y fue realmente apasionada muerte. Los demás comían poquísimo y no había casi comida. Sie haben eine Karte aufgefaltet und gefragt, wo sind die anderen? Wir holen sie. Sie waren ganz euphorisch und brannten darauf, möglichst schnell ihre Freunde zu retten. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie mich auf einen Sitz hoben, mir den Sicherheitsgurt anlegten und mir einen Helm aufsetzten. Eine Minute später hob der Hubschrauber ab. Wir überflogen dieselben Gipfel, die sie zu Fuß überquert hatten. Es war unglaublich, wie sie das ohne Ausrüstung und Erfahrung geschafft haben. Das zeigte ihren Willen. Wir stiegen und stiegen und fragten sie, wie weit ist es noch? Weiter. Wir überflogen einen Gipfel nach dem anderen, bis wir die argentinische Grenze erreichten. Aber wir flogen weiter. Ich weiß noch, dass ich zusammen mit Gustavo die Überreste der Menschen, die wir gegessen hatten, einsammelte. Es war mir wichtig, dass ein Vater oder eine Mutter die Möglichkeit hatten, Abschied von ihnen zu nehmen, auch wenn wir auf sie hatten zurückgreifen müssen. Gott vergib uns, aber wir wollen zeigen, wie es war. Wir entblößen uns vor der Welt und die Welt soll entscheiden, ob sie dazu etwas zu sagen hat oder ob sie das, was geschehen ist, verschweigt und vergisst. Schließlich hatten wir die höchsten Gipfel erreicht und ich sagte, Sie sind auf der Rückseite. Ich hörte das Gespräch zwischen dem Piloten und dem Co-Piloten. Und der Junge ist verwirrt, er weiß überhaupt nicht, wo er ist. Und ich sagte, ich bin nicht verwirrt, Sie sind auf der anderen Seite. Wir hörten etwas hinter dem Berg. Dann verschwand das ersehnte Geräusch im Wind.
Weiter, noch weiter. Und wir antworteten ihnen, wir sind schon bei 18.000 Fuß, wir könnten den Vulkan Tingiririca überfliegen. Ich erkannte das Tal sofort und sagte zu ihnen, dort oben links auf dem Gletscher liegt das Flugzeug. Er sah es nicht. Es war weiß auf weißem Hintergrund und leicht mit einem Felsen zu verwechseln. Schließlich sah er es und sagte zu mir, sagen Sie nichts mehr. Sie warfen uns Säcke zu, Retter sprangen herunter. Ich erinnere mich an Nandos Kopf in der Tür des Hubschraubers. Alles ging sehr schnell, der Lärm, der Wind. Männer in Rot sprangen herunter. Wir dachten, Nando wäre dabei, aber er war es nicht. Egal, wir haben sie trotzdem wie Verrückte abgeküsst. Es war sehr emotional. Wir umarmten uns, sie weinten, sie schrien und auch wir fingen an zu weinen. Ich erinnere mich, wie wir alle geweint haben, auch meine Kollegen und ich. Uns war es so, als würden sie zum Leben zurückfinden. Es war etwas ganz Besonderes. Sie weinten, sie schrien. Es lebe Chile, es lebe Uruguay, es leben unsere chilenischen Brüder. Fast zwei Stunden lang habe ich ihnen alles gezeigt. Der hier heißt so und so, der da ist dieser, der da jener. Gleichzeitig sammelte ich ihre Überreste und bildete kleine Haufen. Sie zeigten uns Gesichter und sagten, das ist dieser, das ist jener. Einer nach dem anderen. Sie nannten sie bei ihrem Namen. Es war, als wären es Masken. Es gab auch noch Körper, die vollständig waren. Ich erinnere mich nicht mehr, wie viele, aber es gab ein paar. Er nahm meine Hand und sagte, vielen Dank, aber es ist nicht so wichtig. Er wollte mich schützen. Es ist nicht wichtig, mach dir keine Sorgen. Aber für mich war es sehr wichtig. Und er sagte zu mir, es sei nicht wichtig. Doch, es ist wichtig. Da sind sie. Als wir uns voller Freude und Glück langsam entfernten, verspürten wir alle auf einmal eine schreckliche Sehnsucht und Traurigkeit. Wir ließen so viel zurück. Alles, was wir hier erlebt hatten. All unsere Freunde, die gestorben waren und hier blieben. Wir ließen die Berge zurück. Aber wir verließen auch einen Lernprozess, von dem ein Keim in uns blieb. Wir fühlten uns, als hinterließen wir eine im Entstehen begriffene Welt, mit einem neuartigen Verständnis der Dinge, das wir noch nicht ganz abgeklärt hatten. Das hinterließ ein Gefühl der Leere in uns, während wir uns entfernten. Irgendwann klingelte das Telefon. Páez Vilaro?
Hier Radio Carve in Montevideo. Alle Welt wartet darauf zu erfahren, wer die Tragödie überlebt hat. Bitte geben Sie uns die Liste. Wir sahen Carlitos Vater am Telefon in einem dunklen Zimmer gegen das Licht. Dieses Foto ist ein echtes Dokument. Denn man spürt die ganze Emotion und die Angst dieses Mannes, der sich fragt, ob der Name seines Sohnes auf der Liste steht oder nicht. Ich nahm ihn in meine Arme, streichelte ihn und konnte sehen, dass es ihm gut ging. Ich war überglücklich, schämte mich aber gleichzeitig auch und dachte an das furchtbare Los der Eltern, die nicht das Glück hatten, ihre Kinder wiederzufinden. Noch heute schmerzt mich das Wiedersehen mit Carlitos. Es ist mir wie eine Tätowierung eingeprägt. Daniel Shaws Vater kam, um mich zu umarmen, kurz bevor er wieder abreiste. In diesem Moment fiel es mir sehr schwer, ihm entgegenzutreten. Was um Himmels Willen sollte ich ihm nur sagen? Aber er war wunderbar. Er sagte zu mir: Sag nichts. Er umarmte mich. Ich habe dich sehr lieb. Er hat alles verstanden. Meine Eltern standen richtig unter Schock, weil wir dem Tod entronnen waren. Sie hatten uns für tot gehalten. Ich war nie tot, aber als ich zurückkam, war ich für sie wieder auferstanden. Asombrados por la vitalidad de los sobrevivientes, no han encontrado una explicación lógica al increíble suceso que conmovió a Latinoamérica. Estos 16 resucitados sorprendieron al mundo al vivir durante más de 2 meses con escasos alimentos y sin medicamentos. Las explicaciones de por qué y cómo lograron sobrevivir hay que buscarla en un campo distinto de la medicina y de lo científico, dijo el doctor Eduardo Arriagada, que fue el médico que prestó las primeras atenciones al grupo. No tenemos explicación lógica y la respuesta escapa a cualquier criterio existente. Y si yo no fuera médico, tendría que estar obligado a creer en un milagro, enfatizó el facultativo. Indignación y molestia provocaron en los medios de gobierno las informaciones sensacionalistas y truculentas de órganos de prensa extranjeros y nacionales que se han dedicado a explotar el caso de los sobrevivientes del avión uruguayo. Wir wollten nicht öffentlich darüber sprechen, aus Rücksicht auf die Familien derer, die nicht zurückgekommen waren. Ihnen wollte ich erzählen, wie sich alles zugetragen hatte, wie traurig es gewesen war und was wir hatten tun müssen, um zu überleben. Und ich wollte Ihnen das übergeben, was Gustavo für Sie zusammengetragen hatte. Ich hatte das Gefühl, dass ich mir das selbst schuldig war. Ich erwartete nicht, dass sie mich verstehen würden, weil ich nicht wusste, ob das überhaupt möglich war. Aber ich wollte, dass sie von uns und nicht von der Presse die Wahrheit über den Horror erfuhren, den wir in jenem Gebirge durchgemacht hatten. Aber das war schier unmöglich, weil uns die Presse unentwegt mit Fragen bombardierte. Und ich denke, Pancho Delgado hat auf dieser spektakulären Pressekonferenz genau das Richtige getan. Fue espectacular. Llegó ese momento en el cual ya no teníamos alimentos ni cosas por el estilo. Y nosotros pensábamos, si Jesús en la última cena
repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se había encarnado. Y eso, que fue una comunión íntima entre todos nosotros, fue lo que nos ayudó a subsistir. Y fue una entrega a cada uno. Nosotros no queremos que esto, que para nosotros es una cosa íntima, sea ni manoseada, ni tocada, cosas por el estilo. Pero debe ser interpretado y tomado en su real dimensión. Y tienen que pensar en todo lo grande que fueron aquellos muchachos. Wir waren alle auf dasselbe Gymnasium gegangen und lebten alle im selben Stadtteil. Dann gab es eine Art Naturkatastrophe, so etwas wie ein Erdbeben, das die Erdkugel teilte und eine Menge Freunde schluckte. Es dauerte 30 Jahre, bis diese klaffende Wunde sich schloss. So lange dauerte es, bis diese Tragödie Geschichte wurde. Sieh dir den Sohn von Roque an. Von dem Mechaniker. Er hat geheiratet, seine Frau erwartet ein Kind. Eltern, Ehefrau, Kinder, Brüder und Neffen. Wir waren 19 Jahre alt. Wir verließen diesen Ort und kommen jetzt mit unseren Kindern zurück, die so alt sind wie wir damals. Ich denke, das ist für unsere Freunde das schönste Geschenk. Dank derer, die starben, haben wir es geschafft. Wie mein Sohn sagte, sie haben uns ihre Muskeln geliehen, damit wir gehen konnten. Genau das denke ich auch. Für mich leben meine Eltern in euch weiter. Das Gebirge antwortet uns mit Wind und Staub. Als ob es zu uns spricht. Es spricht zu uns. Ich glaube, sie sind in der Luft. Es ist, als schwebten sie um uns herum. Es kommt mir vor, als wären sie hier. Sonst wären ihre Verwandten nicht so ruhig und wir hätten uns nicht so lieb. Anfangs war ihre Anwesenheit noch zu stark. Es war, als schrien sie uns an. Das hinderte uns daran, ihren Müttern zu begegnen. Doch jetzt, glaube ich, haben sie gelernt, reine Geister zu sein. Oder wir haben gelernt, sie unsichtbar zu machen. Aber sie flüstern uns immer noch ins Ohr. Nos conversan al oído, ¿no?